Hallo liebe Imkerkollege, heute haben wir 29. März 2022 und bei uns in Köln Frühling ist schon früh angefangen, gestartet, obwohl jetzt kommen die Kältetage. Bis jetzt aber haben sie sich wieder top entwickelt, überall schon mit Pollen kommen die, ich habe sie gerade erwischt. Genau, so sehen die Völker aus, einer von, sage ich. Zweizackige Zander, von oben sehe ich schon, sieht ziemlich gut aus. Zwischen die Zage, ja, zwei Zage voll, wunderbar. Wir brauchen keine Maske für unsere Bienchen, sage ich, also echt frische Dinge. Und dann einfach reinschauen. So, nochmal die Deckwabe. Ich habe hier schon übrigens Drohnenwabe reingesetzt. Das ist für zukünftige Zucht, ne? Weil die überall Königin F1er. Ja, wunderbar. Genug Pollen. Und die nächste Wabe haben wir Drohnenwabe. Und dann gucken wir mal. Die Drohnen sind verdeckelt in Köln, 29. März. Also, da kann man schon mal rechnen, wann wir die Königinzug starten. Ja, die weitere Wabe. Genau. So top sieht das alles aus. Super. Vor allem, dass so viel Pollen da ist. Genug Pollen, kommt viel Brut. Also. Oh, Pollen aber ohne Ende. Blütenpollen, ne? Zack. Ja, wir gehen eine Zage durch. Wie viel war denn mit Brut? Oh, mit Brut hat gerade angefangen. 1, 2, 3, 4, 5. Das war Mittelwand. Überall bestiftet. Da ist auch die Königin. 6. Ja. Die ist ohne Nummer. Normalerweise sind meistens mit Nummer, aber das spielt ja keine Rolle. Also oben haben wir jetzt 7. Wabe mit Brut. Und was für ein Brut. Also ich würde sagen top. Sehr viele junge Bienen. Das war 7. Ne? Sogar auch die letzte Wabe, die am Rand ist, auch mit Brut. Also, von beiden Seiten. Ich werde jetzt nicht runter. Das war's, glaube ich, weil unten sind auch ein paar Brutwabe bestimmt. Ein toller Start in 2022. Ja, ja. Viel Spaß. Go ahead.